Jonathan, seit dem 3. August bist du verletzt, Kreuzbandriss. Hier bist du zwar noch nicht am Ball, aber beschreib uns doch mal das Gefühl, wie es ist, wieder um den Platz zu laufen. Ein bisschen darf ich schon wieder am Ball. Ich mache jetzt die ersten Schritte wieder auf dem Platz. Ein bisschen Koordination, Richtungswechsel, so langsam wieder ranführen, auch mit Ball. Da macht es natürlich dann gleich viel mehr Spaß. Ja. Nach so einer schweren Verletzung, wie ist das? Was ist das größte Problem, der Kopf oder eigentlich dann die Fitness wieder zu erreichen? Oh, ich würde, ja, beides auf jeden Fall. Also am Anfang ist erstmal schwierig, ja, wieder seinen Fitnesszustand zu erreichen, da wo man vor der Verletzung war. Das grundsätzlich beim Kreuzband dauert es halt mindestens 6 Monate. Oder möchte ich mir zumindest schon geben, die 6 Monate. Und dann, das mit dem Kopf kommt eher dann erst wieder, wenn man mit der Mannschaft wieder drin ist, dass man da den Kopf frei hat und nicht die ganze Zeit denkt, was könnte wieder passieren oder wenn ich das mache. Und das muss man dann eher hinten raus dann wieder abschalten können. Wie schwierig ist es, so eine Enttäuschung, wenn man so schwer verletzt ist, zu überwinden? Und wer hilft einem so dabei? Ja, die ersten Wochen sind natürlich nicht einfach. Gerade wenn man es schon mal hatte, dann weiß man, was auf einen zukommt, wie lange es dauert und was man alles machen muss, um wieder zurückzukommen. Aber bei mir war es jetzt speziell die Familie, die mich da wieder super aufgefangen hat. Gerade die ersten Wochen auch nach der OP, wo ich dann eben in der Heimat war, das tat mir persönlich oder auch seelisch richtig gut, da die Familie um mich zu haben. Ist ja jetzt auch schön, dann bei der Mannschaft wieder dabei zu sein, um da auch dann natürlich daran zu arbeiten, wieder ein Teil davon zu werden, oder? Na klar, ich war jetzt ein bisschen außen vor, war viel in der Reha, habe dann die Männer hier nicht so oft gesehen, aber jetzt im Trainingslager mal wieder dabei zu sein und den auch außerhalb vom Platz mal wieder was machen zu können, das ist dann schon wieder was Tolles. Ja. Was wünschst du dir für 2015? Ja, schnell wieder fit werden und vor allem dann ja, erfolgreich wieder zurückkommen und noch eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Dankeschön. Danke auch.